Hallihallo Leute, hier ist der Gutko und willkommen zurück zu Let's Play Vivid Vimix 3. Und es gibt nur noch ein Level zu tun in dieser Welt und das ist die Burg. Auf geht's hinein. Okay, schauen wir nach, was uns in dieser Burg erwartet. Okay, erstmal können wir hier hochklettern. Die Burg sieht merkwürdig aus. Dann hier weiter nach rechts, hier nach unten. Okay. Dann, also eine Plattforming-Burg irgendwie. Oh, oh, oh. Okay, gut, wir können hier weiter und weiter nach unten. Sehr gut, bis hierhin klappt alles. Sehr gut. Ah, jetzt kommt schon. Sehr gut, auf diesen Block. Hier wieder rüber und durch die Türe. Hm, was gibt es noch? Gut, hier wird uns irgendwas Japanisches gesagt. Super. Können wir irgendwas daraus identifizieren? Nein, natürlich nicht. Die Kanone ist grün und schießt Kugeln anstatt Bullets. Das finde ich irgendwie gut. Toll, toll gemacht. Ohne Witz. Und wo? Schnell ausgewichen. Dann wieder nach unten. Oh, das war nicht gut. So, das war aber schon... Nein, nein. Nein, die Feder möchte ich behalten. Ach, komm schon, das geht, wenn man... Ja, genau, so hatte ich es vor. Wo? Okay, schon besser. Da oben ist ein Leben, das uns nicht interessiert. Und irgendwie sieht das Leben merkwürdig aus, als wäre da oben noch etwas. Doch, wir lassen das lieber in Ruhe. Weichen alle immer... Oh, das war ein bisschen übereilig. Aber geschafft. Okay. Naja, schießt eure zwei Kugeln, das ist mir egal. Hier dann nach unten, hier wieder... Okay, nochmal. Hier wieder... Ach komm, ich hätte... Hier nach unten. Hier nach oben. Okay, diesmal hätten wir es geschafft. Dann gibt es dort natürlich mittendrin Stacheln. In diese möchten wir nicht hinein, kurz drüber springen und nach oben. Sehr gut. Was gibt es hier? Noch eine Feder. Juhu, das gefällt mir. Und ich verstehe, die großen Kanonen schießen die Kugeln und die kleinen leiten sie weiter. Dann müssen wir hier hinein. Durch die ganzen Kugeln. Yay. Ach komm. Yay. Ah, schon wieder. Okay, noch einmal. Yay. Ah, dass mir das immer wieder passiert. So. Und ducken. Sehr gut, diesmal hat es geklappt. Gut, dann hier weiter. Ah, das hätte klappen können. Sehr gut und... Nein! Und irgendwie geschafft. Puh. Okay, das war wirklich mies. Ein Pilz möchten wir nicht. Ich habe ja zwei Federn. Oh, oh, oh. Ich verstehe schon. Wir brauchen die Kugel hier, um dort hinauf zu gelangen. Also nochmal. Nochmal. Ach komm schon, nicht schweben, Mario. Genau. Super. Und durch die Türe. Puh. Wow, die Burg verlangt gleich mal sehr viel von uns. Oh, unser Boden stürzt ein. Wow, was war denn das? Okay, dann brauchen wir die Plattform. Nein, nicht dort. Nicht dort, sondern... Okay, ich verstehe schon. Wir bringen die Plattform nach unten, damit wir dann hier weiter können. Jawohl. Sehr gut. Dann gehen hier die Steine kaputt. Die Steine kaputt. Die Steine kaputt. 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 Gut, bis hierhin läuft ja alles wunderbar. Und wir sind an der Türe. Huh. Oh. Also diese Burg übertrifft die anderen ziemlich. Wow, ein Scrolling-Part. Hier können wir auch nichts besonders rauslesen, okay. Ein merkwürdiger Scrolling-Part, denn diese komischen Dinger bewegen sich mit uns. Was gibt es hier? Eine Feder. Gut, wir haben zwei. Zum Glück. Hm, ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Okay, wir müssen da nach oben. Jiha, okay. Und ich frag mich schon, was hier noch kommt, ja. Hoffentlich ist es nicht so schwer. Okay, hier nach unten. Und ducken und ausweichen. Und yay! Gut, es ist noch nicht unmöglich. Es ist zwar ein wenig überraschend und ganz bisschen schwer vielleicht, aber noch nicht un... Oh, ich hätte es geschafft. Aber noch nicht unmöglich. Okay, dann hier nach oben. Obwohl, erstmal schauen, was gibt es hier? Bestimmt wieder eine Feder. Ich wusste es doch. Oh, oh, hier rutsche ich aus. Warum rutsche ich eigentlich? Das ist doch kein Eis, oder doch? Hm, wer weiß. Oh, jetzt bin ich gegen die Stacheln oben. Das wollte ich nicht. Okay, hier. Und hier unten. Und hier unten weiter. Für eine Yoshi-Münze. Natürlich. Yoshi-Münzen sind das Allerheiligste in dem Mario-Hex. Merkwürdigerweise. Hallo? Warum rutsche ich hier auch? Das ist verwirrend. Moment, ich mache das anders. Ich gehe doch oben entlang. So. Für eine Yoshi-Münze gebe ich mir doch hier nicht den ganzen Ärger. Und hier unten gibt es nur Blöcke. Okay, die zerstöre ich lieber nicht, damit ich hier einfach ohne Probleme weiter kann.
So, und irgendwie scrollt Mario auch. Seht ihr das? Er begibt sich weiter. Nach links und hier ist die Boss-Türe. Gut, und wer ist der Boss? Scrolling? Okay, und wo ist der Boss? Da ist der Ludwig, heißt dieser. Das weiß ich ganz genau. Oh, okay, Ludwig-Boss mit Scrolling-Part. Das ist... Was? Warum bin ich da durchgefallen? Das ergibt keinen Sinn. Warum? Hallo, warum falle ich da durch? Was soll denn das? Ich glaube, das ist hier ganz... Ich glaube, das ist hier komplett verbuggt. Nein, man bräuchte... Hä? Hallo, was soll denn das? Hallo. Das ist doch totaler Beschiss. Warum falle ich denn durch den Boden durch? Okay, das stürzt... Ich springe mal ganz genau ab. Nein! Man stirbt einfach. Na gut, dann lassen wir uns sterben. So dumm. Und probieren es nochmal. Das kann doch nicht sein, verdammt. Ja, toll. Jetzt bin ich natürlich wieder hier. Okay, wir rüsten die Feder aus. Und wir versuchen es wieder zu schaffen. Ich meine, was soll denn das? Die können doch von einem nicht verlangen, in einem... Oh. Okay, noch einmal. Hier durch. Gut, das war ja nicht so schwer. Na, na. Und hier durch die Tür. Damit gelangen wir zu diesem Scrolling-Part. Aha, ja. Okay. Und an der Boss-Tür setzt sich zwei Safe-States. Ein Sicherheits-Safe-State, falls das wieder rumspinnen sollte. Ich meine, das war einfach nicht in Ordnung, dass ich da durch den Boden gefallen bin. Oh, und jetzt fehle ich deswegen auch hier, weil ich mich aufrege darüber. Naja, wir werden es schaffen, aber... Haha, kein Problem. Wieder alle im Ausweichen. Yay! Oh, das war knapp. Da, 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 da. Die Musik, die Cast-Musik aus Super Mario World GIF, die liebe ich einfach. Die ist so genial gemacht, meiner Meinung nach. Okay, hier nach unten. Wow, gut ausgewichen. Down, 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 down. Warten, bis das ganze Feuer vorüberfliegt und dieses Scrolling-Part endlich zu Ende ist. Ah. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Also, ich hoffe, dass ich diesmal Ludwig in Ruhe besiegen kann, denn das war einfach nur nicht in Ordnung. Mehr kann man da nicht sagen. Also, wenn das ein Programmierfehler ist, dann kann ich Wibbleworlmix 3 gar nicht abschließen. Und das wäre nicht schön, das wäre überhaupt nicht schön. Denn ich möchte das Spiel abschließen, ich werde jetzt auch gern sehen, was uns am Ende erwartet. Hm. Naja, vielleicht klappt das ja doch noch. Wir schauen das mal nach. So. Wenn er sich doch nur ein wenig schneller bewegen würde, wäre das wunderbar. Okay. Schnell nach unten. Geht weiter. Vielleicht brauche ich auch die Feuerblume. Ich nehme sie mal. Oh, und habe mich einsperren lassen. Das ist nicht gut. Man muss sich da schneller bewegen. Okay. Also hier schnell nach unten. Die Feuerblume holen und schnell wieder nach oben. Sehr gut. Huh, geschafft. Was? Warum ist die so... Natürlich verschwindet dieser Boden hier auch noch. Oh, ist das dumm. Ist einfach nur dumm. Okay, oh, nein. So, hier die Feuerblume holen. Tut mir leid, wenn ich mich aufrege, aber das ist meiner Meinung nach einfach nur unfair. Gut, hier einen Sicherheits-Safe-State. Man kann ja nie wissen. Und den Boss. So, möglicherweise schaffen wir ihn diesmal. Ich hoffe es. Dass es nicht wieder rumspinnt. Schießen am besten schon mal mit Feuer ab und Treffer. Und er ist besiegt, weil ich ihn gleich mit Feuer am Anfang abgeschossen habe. Wer weiß, wahrscheinlich sollten wir ihn so machen. Yay, und damit hätten wir Ludwig besiegt. Sehr gut, Mario macht die Burg mit dem Hammer kaputt. Sehr gut. Und da steht nichts Besonderes dran. Iha. Ach, gut. Sehr gut. So. Oh, wir müssen doch noch ein Level machen. Okay, das Grüne da unten bedeutet nichts. Und zwar dieses hier, das ist das R-Level, um den Stern zu holen, damit wir zurückgelangen in die erste Welt. Okay, da oben ist ein Ziel, wie es aussah. Vielleicht war es auch nur ein mega fetter Mittelpunkt. Doppelpunkt wollte ich schon sagen. Okay. Wir weichen hier erstmal alle Maus. Die ganzen Totenköpfe kommen nach unten geflogen. Interessant. Interessant. Aber auch nicht unmöglich. Was machst du?
Was machst du über der Lava? Okay, das ist gemeingefährlich. Das ist... Wow. Das hatte ich nicht erwartet. Gut, hier auf die Pflanze und... Also langsam wird es schon kaisermäßig. Wir gehen einfach... Haha, wir können hier nicht nach oben. Okay, sonst wäre es ja zu einfach gewesen. Also, machen wir Folgendes. Wir besiegen hier erstmal... Na, wir warten einen Moment. Wir besiegen hier erstmal den Hammerbruder, damit der uns nicht stört. Nur noch die Koopa und können in Ruhe wieder durch. Sehr gut. So. Was gibt es hier? Wahrscheinlich wieder eine Feuerblume. Woher habe ich das nur voraussehen können? Oh, okay. Okay, dann mache ich das doch so. Verdammt. Nein. Ach, komm. Noch normal. Oh, wie schaffe ich jetzt nur diese beiden Koopas zu besiegen, bevor sie mir was antun? Hm, vielleicht so. Moment, ich habe eine Idee. Von hier aus abschießen? Ja, sieht schon mal gut. Jawohl. Und damit wären die Koopas erledigt und wir können in Ruhe hier durch. Wow, wow. Was war denn das? Der Bildschirm hat sich einfach bewegt. Okay, das hatte ich nicht erwartet. Gut, dann rennen wir weiter. Der Blerg, oder wie der heißt, hat sich ja schon... Ist schon weggegangen. Das fand ich sehr nett von ihm. Hier holen wir den silbernen Peace Bitch. Den brauchen wir anscheinend noch. Okay, reden auf diese Koopa. Mann, hier weiter. Nein! Hier weiter. Okay. Aha, wir können über den Blöcken drüber, aber nicht unter den Blöcken vorbei. Sehr interessant. Gut, hier gibt es nichts Besonderes. Doch, noch eine Feuerblume, die wir nicht haben möchten. So. Oh. Ach, komm schon. Genau. Oh, dann brauchen wir genaue Sprünge. Interessant. Ach so, die Blöcke schießen uns sogar nach unten, fällt mir gerade auf. Oh, oh, oh. Jetzt wird es blöd. Jetzt wird es sehr blöd. Wir müssen nämlich genau auf den Notenblock drauf landen. Okay, ich benutze hier einfach den silbernen P-Switch, damit uns diese Footballs nicht nerven können. Nochmal. Sehr gut. Dann hier auf diesen Stein. Wieder auf den Notenblock. Dann hier nach oben. Natürlich denn... Nee, nicht hier nach oben. Hä? Aber hier komme ich doch gar nicht weiter. Was soll denn das? Hm, möglicherweise müssen wir erstmal nach rechts. Und schauen erstmal, was es hier gibt. Also, was gibt es hier denn? Boden, Boden, Boden und nichts weiter. Hä? Und was hat das jetzt für einen Sinn? Warum komme ich jetzt bitte hier nicht weiter? Ich verstehe das nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe aber eine Idee. Ich habe ja noch eine Feder, die möchte ich haben. Sehr gut. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es wieder Feder irgendwie, wenn ich genügend Anlauf bekomme. Ah, das könnte klappen, aber dafür bräuchte ich... Moment, möglicherweise kann ich das Level von oben cheaten sozusagen. Schauen wir nach. Oh, und es geht, es geht. Okay, ich mache das so, ich verstehe nicht, wie man das normalerweise machen soll. Aber so klappt das auch. Und wir haben... Wow, und irgendwas drängt uns komplett zurück. Was auch immer das ist. Aber wir haben das Ziel erreicht. Yay. Und hätten damit das merkwürdige Level geschafft. Gott sei Dank. So, damit können wir in die... Ja, ich möchte speichern. In die erste Welt zurück. Jeha. Puh. Damit hätten wir diese Welt abgeschlossen. Diese Welt. Und es fehlt nur noch die letzte Welt. Falls es überhaupt die letzte ist. Okay, mal schauen. Habe ich eigentlich alle Level? Ich glaube nicht. Irgendwo hat mir doch ein Level gefehlt. So, ich sage, mein Name ist Gutko, das war's für heute mit Let's Play Wibble Wolmix 3. Bis zum nächsten Mal und bye bye.